Erste Passion, oberste Leidenschaft, das Skifahren. Zweite Leidenschaft von dreien, und jetzt wird es schwierig, die Mode oder das Filmemachen. Wie würden Sie es sehen? Ja, ich hatte ja riesen Glück eigentlich mit meinen Eltern, die ja auch so eine Kombination waren, wie ich eigentlich mit meiner Frau heute bin. Mein Vater, der Sportler, er war ja öfters deutscher Meister, und zwar im nordischen Skisport, und zwar Springen und Langlauf. Und so war es für uns als Kinder normal, einfach zum Wintersport zu gehen, und wir sind praktisch mit dem Ski aufgewachsen. Und es war irgendwie auch ja, irgendwie vorgezeichnet, dass man dann versuchen würde, möglichst gut das zu machen, also auch Spaß zu haben im Skifahren, aber auch dann die ersten Kinderrennen zu fahren und schauen, wie weit man kommt. Und dann hat sich das halt so entwickelt, und dann bin ich schon in relativ frühen Jahren mit 18 in die Olympiamannschaft gekommen. Die Leidenschaft fürs Fotografieren und Filmen kam eben auch schon relativ früh, eigentlich durch die Jagdleidenschaft meines Vaters, der ein Jagdrevier hatte, und wir so als 10-, 11-Jährige durften da mit manchmal auf die Jagd, und ich habe dann mit der Kamera gejagt, also habe dann versucht, also Tierfotografie. Und als ich meinem Vater dann eine 16mm Kamera gekauft hat für seine Jagdreisen, eigentlich war ich natürlich als Sohn der Erste, der diese Kamera praktisch kassiert hat, und habe so eigentlich gelernt, wie man eine 16mm Kamera bedient. Ja? Und dann habe ich mit der 16mm Kamera eben auch so einen Dokumentarfilm gemacht von einer Jagdreise meines Vaters in Himalaya. Und da war mein Hund so unterwegs, so ein kleines Königreich da, mitten im Himalaya, und ich konnte als einer der wenigen da überhaupt hin und da drehen. Ja. Und dieser Dokumentarfilm bekam dann ein Prädikat wertvoll, also Kulturfilm, damals ganz wichtig, weil damit hat man praktisch die Öffnung hin ins Kino, dann, wo man immer eigentlich diese Vorfilme hatte. Das ist der Einstieg gewesen für mich auch dann in die Kinowelt, und dann habe ich gesagt, so, jetzt, aber dieser Film ist jetzt nur 50 Minuten, eigentlich jetzt brauchen wir nochmal einen 50-Minuten-Film für ein Kinoprogramm, und so kam die Idee für Skifaszination, also wirklich einen Kinofilm zu machen, und ich habe schon lange darauf gewartet, eigentlich mal ja, einen Film mit Musik zu machen, sehr beeinflusst durch West Side Story, die eigentlich eine neue Kombination von Bewegung, Tanz und Musik in moderner Form und gezeigt haben. An Originalschauplätzen vor allen Dingen, ein Richtig. Musical, das erste genau. Musical nicht im Studio gedreht, sondern auf den Straßen, in den Straßen von New York. Ja, und CinemaScope, Farbe. Ja, und das hatte ein Power und sonst. So, das hätte ich eigentlich gerne im Sport. Ja. Weil, wenn man jemand erklären will, um was beim Skifahren geht, das ist ja so eine emotionale Sache, du brauchst die Musik. Aber wenn das ganze Team, ja, und das ist nämlich eine wahnsinnige Teamleistung, wenn die Schauspieler, die eben auch da neue Dinge machen sollen, wie der Eve Man oder der Reto hier, die ja die Besten ihrer Sportart waren, Weltbesten, die dann auch neue Akzente gesetzt haben, also wie Tänzer, die eine neue, oder Eisläufer, die eine neue Figur erfinden, das hat mich immer fasziniert, und das waren eigentlich meine Heroes. Ich meine, der Willi gibt uns immer alle Freiheiten, also die wir durften machen, was wir wollten. Also es gab immer Gespräche, was kann man machen, wie können wir Sport nochmal anders darstellen und umsetzen. Und wir haben ganz viele Sachen gemacht und ausprobiert. Also wir waren mal in Island zu White Magic, und da sind wir angekommen, Willi hat uns gerufen, wir sind alle hingeflogen und haben uns alle in einem Ort getroffen. Da war nur ein Haus und sonst gar nichts und ein Gletscher. Und vor dem Haus standen drei Motorboote, ein Snowmobil und zwei Monster Trucks. Und Willi Bogner. Und er stand da in so einem Cowboy-Hut, und wir kamen an mitten in der Nacht. Es war Sommer und es wurde nicht dunkel. Und Willi sagt ja, welcome to Iceland. Und wir haben die Toys angeschaut und dann so, okay, what are we gonna do? Und dann, dann haben wir halt einfach irgendwie während dem Abendessen Ideen entwickelt, und am Schluss kamen dann ein paar Sequenzen raus, die wirklich auch groundbreaking waren. Also da gab es eine Wasserskisequenz, wo John und eine Mitschauspielerin
Wasserskifahren in einem Gletschersee, was noch nie gesehen war. Und also durch die Eisberge in einem, ja, in einem See, wo die Eisberge so rumgeschwommen sind. Also ein Slalom durch die Eisberge mit zwei Leuten im Wasserskiboot. Wahnsinniger Schock. Das Wasser war ungefähr 4 Grad. Ja, richtig. Ich weiß. Gut runtergekühlt. Und ich musste mir dann auch was aussuchen und dann habe ich gedacht, okay, ich mache was mit dem Snowmobil. Und dann hatten wir einen ganz verrückten Snowmobilfahrer, der ist so ein Isländer. Dann sind wir da mit dem Snowmobil, ich hinter dem Snowmobil auf dem Gras mit ungefähr 100 km/h über die Flächen gefahren, so wie ein Wasserskifahrer. Und dann hat er gesagt, er kann auch übers Wasser fahren. Und dann sind wir so mit 100 km/h über Seen gefahren. Und mit einem Snowmobil. Also wir sind vom Gras aus auf Sand und dann über Wasser gefahren mit 100 km/h. Und ich hing da hinten dran und ich habe gedacht, hey, das geht nicht, ich kann nicht mehr. Das war echt saugefährlich. Willi war oben im Hubschrauber mitgedreht. Und ich meine, dann muss man, weil es ist so viel in Bewegung und man ist da mittendrin und okay, einfach nicht loslassen. Aber eine besonders lustige Szene, wir haben es nicht nur am offenen Meer gemacht, also über so einen Arm gedonnert mit ihm hinten dran, sondern dann auch einen Flusslauf rauf. Ja? Also ein Bach, ja, der war nicht breiter als hier der Tisch. Das Snowmobil an der Seite, ja, mit Vollgas und er hinten dran im Wasser, im Bach, ja, und hat diesen Bach praktisch in Slalom nachgefahren, ja, und dann aus dem Bach raus in Heuhaufen und dann Cut. Wenn ich zur gleichen Zeit, wie Sie Ihre Leidenschaft entwickelt haben, parallel dazu die James-Bond-Filme entstanden wären und der Produzent Albert Broccoli nicht die Idee gehabt hätte, sie anzurufen, ich glaube, es wäre vieles anders gelaufen. Der hatte Skifaszination gesehen und wir hatten da eine Abfahrt mit der Kamera, einen Abfahrtslauf mit ungefähr 80 Stundenkilometer. Und der Bond sollte eben eine Verfolgungsjagd haben und dann gesagt, so einen Wahnsinnigen, der halt mit der Ski 80 Kilometer schnell fährt, mit der Ari 3, also wirklich eine professionellen Kameramann, denn da gibt es nicht so viele, den müssen wir uns jetzt mal holen. Ja. Ich habe natürlich gesagt, da irgendeiner spinnt da oder macht einen Witz. Ja. So als Amateur, der gerade seinen ersten Kinofilm hinter sich gebracht hat, dass der weltgrößte Produzent da anruft, das ist ja völlig unwahrscheinlich. Ne? Aber es war richtig, es war wahr und es hat mir dann also den ersten von 4 James-Bond-Filmen beschert und die beiden letzten durfte ich eben nicht nur Kamera machen, sondern eben auch Regie und die Action-Sequenz schreiben. Ja, das war eine interessante Geschichte für mich, weil ich war dann absoluter Outsider und die englischen Produktionsfirmen sind ja sehr gewerkschaftlich organisiert. Ja. Da kommt so ein, also auch der Kameramann, ja, die haben eine klare Rangordnung, wer jetzt die Kamera überhaupt anfassen darf. Ja? Also das ist wirklich schwierig. Und ich so als Außenseiter kam dazu und habe 2 Wochen überhaupt keine Kamera in die Hand gekriegt. Ja? Die haben dann selber probiert, so Fahrtaufnahmen zu machen und ich habe gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Ja? Und dann habe ich aber mit einigen Freunden, die da Standleute waren, an einem Sonntag, Drehpause, die zusammengebracht und gesagt, jetzt machen wir mal ein paar Fahrtaufnahmen. Und diese Aufnahmen haben wir in die Muster reingemischt, das wussten die anderen waren nicht da. Und plötzlich haben die bei den Mustern dann gesehen, wie man wirklich Fahrtaufnahmen auf Ski macht. Ja? Und dann bekam ich eine Kamera. Und dann ist noch eine Geschichte, wo ich mir dann den Respekt erarbeitet hatte. Bond hatte einen Kampf mit dem Blofeld auf einem Bob, während der Bob führerlos durch die Bob anfährt. So, jetzt auch die ganzen Spezialisten von den Profis. So, wie kriege ich jetzt ein Close-up von diesem Fight, dieses führerlosen Bobs? Ja? Und er hat gesagt, ja, dann fahre ich hinten nach auf Ski und halte die Kamera drüber. Ja? Ich habe es mir erstmal so für halb verrückt angesehen, aber ist genau das, was wir dann gemacht haben. Die hatten ja die Bobbahn dann für sich und gesagt, was brauchen Sie dazu? Ich sage, ich brauche irgendwo eine Ausfahrt, weil ich kann ja nicht bremsen hinten dran und der Bob hat Bremsen und bringe mich dann in Sicherheit nach dem und ihr könnt dann unten bremsen.
gesagt, getan. Der Shot war drin und dann konnte ich wirklich vieles machen, als die Muster zurückkamen und die haben den schwierigen Shot wirklich gekriegt. Wie muss man sich das vorstellen, die Idee eines 360-Grad-Kinos? Ja, mein Grund, Grundidee ist ja immer, die Leute mitzunehmen auf die Piste, auf die Ski, also da mittendrin zu sein. Und durch die Entwicklung der GoPros, der kleinen Kameras, mit hervorragender Auflösung, also wirklich Kinoqualität, kam die Idee eines 360-Grad-Bildes immer näher. Und ich habe mir dann 10 von diesen GoPros auf dem Helm montiert. Sieht lustig aus. Ja. Die wirklich 360 Grad abbilden in 3D. Und durch die wirklich Computerleistung heute, die ja unglaublich wächst, ist es möglich, aus diesen 10 Bildern ein Bild zu machen, das wirklich 360 Grad 3D abbildet. Was da in dem Kino passiert, wenn man jetzt rundherum abbilden kann, wir haben da Drehstühle rein, Barhocker reingestellt. Das, was passiert, dass der Typ vor einem, ja, schaut einem über die Schulter. Ja, weil hinter einem was anders passiert, was macht man automatisch? Das heißt, das ganze Kino ist in Bewegung. Ja, also, das können Sie sich vorstellen. Und Sie sehen nie alles. Ja, Sie sehen immer nur einen Ausschnitt. Ja, das heißt, Sie gehen nicht nur einmal in das Kino, sondern das Erlebnis ist völlig anders. Also je nachdem, wo Sie auch gerade hinschauen. Ja, das heißt, als Regisseur ist es interessant, weil Sie müssen alle 360 Grad abbilden. Und die Frage, wo ist der Kameramann? Ja, wo ist der Schärfenmensch? Ist sonst alles hinter der Kamera. Hier gibt es nichts hinter der Kamera. Ja, ist alles im Bild. Das heißt, nur unter der Kamera oder über der Kamera. Ja. Und das waren so Erlebnisse, die waren wirklich lustig. Ne? Das war, also, vielleicht kannst du dazu was sagen. Der Willi hat ja so eine Platte gebaut und hat sie immer so gehalten und dann war er aber immer im Bild, oder? Und deswegen dann der Helm, der total crazy aussieht und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Also die Hauptproblematik war, wie synchronisieren wir die Kameras? Wir haben dann so einen Ring gebaut aus LEDs, den wir gleichzeitig triggern können, weil dann konnten wir genau Frame by Frame, also die Kameras synchronisieren durchs Licht. Und das hat saulustig ausgeschaut, weil jedes Mal, wenn der Willi einen Shot gemacht hat, stand er oben am Berg mit diesem Helm drauf und jemand musste ihm diesen Ring über den Kopf halten und der Ring hat sich dann auch noch erleuchtet und das hat so ein bisschen ausgeschaut wie Religion. Wie so ein Heiligenschein, der heilige Willi. Ja, wir haben da echt lustige Fotos von und das war lustig, weil dann nach dem Ring mussten alle verschwinden, weil das war 360 Grad, nichts durch den Bild sein. Und alle mussten davon rennen, sich verstecken. Und dann ging's los. Sagen Sie nur noch in zwei Sätzen, wie passt dann die Mode in dieses umfassende Programm noch mit rein? Ihre Leidenschaft, die so fehlt. Gute Frage. Meine Eltern haben ja eigentlich die Sportmode mit erfunden und damit eigentlich auch die Basis dazu gelegt, dass ich so rumspinnen konnte, auch mit der Kamera. Wobei ich inzwischen schon ein bisschen was zurückgegeben habe, weil mein Hauptjob ist ja wirklich noch die Modefirma zu führen. Und natürlich, wenn man was von Kommunikation versteht, dann hilft es auch der Mode und umgekehrt. Ja, also hat ja auch nicht geschadet, dass James Bond dann mit dem B am Reißverschluss unterwegs war. Also, das ist ja auch ein guter Faktor. Also die beiden Dinge, Mode, also visuelle Kommunikation durch Mode, ja, das man ja im Film dauernd hat, die Ausrüstung, was hat der an, was hat die an, was haben die an. Und ja, das ist eine Geschichte. Ja. Wie bringe ich meine Emotionen, also meinen Spaß am Skifahren jetzt durch die Mode, durch diese visuelle Kombination weiter, ja, welche Farben, welche spielerischen Elemente gibt es da? Ja, die haben wir auch weitlich ausgenutzt und das ist ein ähnliches Denken wie im Film. Ja, sagen so, wie sehen die Leute aus, die da unterwegs sind? Und insofern spielt es wirklich ganz gut zusammen. Ich habe sie nicht gesehen. Immer die nächste.